Guten Morgen. Es ist jetzt Mittwochmorgens um 4:30. Laut iPhone sind 3 Grad. Das ist natürlich kompletter Quatsch, denn tatsächlich sind es 4. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Shop. Treffe mich da mit Mate und Ingo und noch ein paar anderen Menschen. Und dann würde ich sagen, gehen wir heute mal vor der Arbeit eine Runde Radfahren. Millerntor. Herbertstraße. Fischmarkt, Digga. Fischmarkt. Fischmarkt. Ist geil, wenn man so früh einfach die kompletten Hamburger Straßen für sich alleine hat. Guten Morgen. Morgen. Kai ist schon im Fernsehen. Ja. Du siehst so müde aus. Das ist ja Wahnsinn. Ja, was soll ich machen? So, jetzt müssen wir natürlich noch arbeiten. Ich ziehe meine Arbeitsmütze auf. Klar. Und jetzt, Dennis, sollen wir mal ein bisschen aufbauen? Machen wir. Ey, wir sagen jetzt auf drei, alle drei, wie viele Leute heute kommen. 1, 2, 45. Ihr habt beide 60 gesagt. Ja. Stark. Und jetzt fragt man sich vielleicht, warum hier irgendwie um 5 Uhr 60 Menschen kommen sollten. Um ehrlich zu sein, frage ich mich das auch gerade. Hat aber einen ganz einfachen Grund, denn wir veranstalten heute beginnend übernächste Woche Group Rides vor dem Frühstück oder vor der Arbeit oder wann auch immer, auf jeden Fall arschfrüh. Genau, und damit starten wir heute. Angemeldet haben sich ganz schön viele bisher. Ich bin gespannt, wie viele sich dann jetzt heute Morgen wirklich aus dem Bett pellen konnten. Jetzt ist es ja heute ein bisschen kälter, ne? Was ziehst du denn jetzt an bei 4 Grad? Also mir ist auf dem Weg hier schon aufgefallen, ich bin eigentlich schon wieder fast zu warm angezogen. Klassischer Anfängerfehler. Den macht man ja wirklich nach 15 Jahren Rennfahren immer noch mal. Ne? Man rafft einfach beim Radfahren nicht, was man anziehen soll. Ist ganz einfach. Ich habe Überschuhe an von Gore. Ich habe eine CL5 Gore Thermo Vip Tights und ich habe so einen Base Layer, so einen Thermo Base Layer. Das hat vorne einen Windstopper, hinten ist normal. Und dann halt diese CL5 Thermo Jacke. Und ganz ehrlich, also die hat auch noch Single, damit ich signalmäßig gesehen werde. Beim Laufen sagt man doch irgendwie immer, man soll sich anziehen, als wenn es 10 Grad kälter ist. Ist oder, das so? Oder wärmer? Wie war das nochmal? Ja, das ist nicht so schlimm. Also ob nun wärmer oder kälter, macht ja dann eigentlich auch keinen Unterschied. Guten Morgen. Frisch. Das ist schon frisch, ne? Hi. Hola. Guten Morgen, Jakob. Guten Morgen. Ist warm draußen? Ich habe schon wieder vergessen, dass es so kalt ist, um ehrlich zu sein. Ich war gerade wieder ein bisschen überrascht, als wir rausgekommen sind. Ja, sind ein paar Leute da. Ich glaube, dass der Rest, der größere Rest, wahrscheinlich schon am Sperrwerk warten wird. Und da fahren wir jetzt mal hin. Bis gleich. Und es ist gar nicht so schlimm, wir sind unterwegs. Das ist absolut krass, muss ich jetzt mal so ehrlich sagen. Das habe ich nicht erwartet. Wir sind jetzt hier mit so 10 Leuten ungefähr auf dem Weg zum Sperrwerk, wo eigentlich der Treff der Route ist. Und alleine der Weg dahin jetzt ist schon so geil, weil die ganze Stadt noch am Schlafen ist und es steht hier noch so der Nebel. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, also ich glaube tatsächlich, Ingo hat gewonnen mit seinen 45 Leuten. Wir fahren mal los. Es ist jetzt um 6 und es ist wieder, also jetzt sind es wirklich 3 Grad übrigens. Hell.
Dörfer wieder Richtung Sperrwerk. Haben jetzt auch nicht mehr ganz so viel vor uns. Also ich glaube, in spätestens 10 Kilometern ist es hier gegessen. Und ja, so einen richtig schönen Sonnenaufgang, glaube ich, werden wir wahrscheinlich heute nicht haben. Dafür ist es einfach zu neblig. Aber das ist gar nicht schlimm, weil auch das mit dem Nebel ist einfach richtig schön. Ja, ist halt so ein kleines Mini-Abenteuer auf dem Mittwochmorgen vor der Arbeit. Sollte man eigentlich öfter tun. Wie fandest du es? Mega nice. Mega nice. Voll gut. Gar nicht so kalt wie gedacht. Wollen wir gleich noch ein schönes Frühstück bei euch? Ja, auf einen Kaffee. Kaffee? Auf so einen warmen Kaffee freue ich mich tatsächlich. Bist du öfter früh unterwegs? Nie. Nie. Wirst du es jetzt öfter tun? Vielleicht. Vielleicht, ja. Das ist doch gut. Oh, guck mal. Da hinten kommt doch die Sonne raus. Voll schön, ey. Einfach ein richtig guter Start in den Tag. Kann man nicht anders sagen. Pünktlich mit dem Tageslicht sind wir zurück. War doch eine runde Sache, Benni, oder? Das war eine ganz runde Sache. Hi. Ja. Nice, nice Tour. Früh aufstehen ist so eine Sache. Vor allem, wenn es dann nur 4 Grad sind. Zwischendurch hat er übrigens nur noch 0 Grad. Aber wenn man das dann als Entlohnung bekommt, dann ist die Wiese wieder grün. Wir quatschen jetzt mal noch kurz bei den Jungs und Mädels. Und dann geht's zurück in den Shop. Ingo, was sagst du? Jetzt wird es erst richtig geil. Wie viel Uhr ist jetzt? 7 Uhr oder was? Jetzt cruisen wir noch zurück, machen noch Franzbrötchen und Kaffee auf unseren Nacken. Ja. Ja, jetzt wird es richtig schön. Ist kalt, aber... War dir kalt zwischendurch? Ja, nur wenn man in der Gruppe gefahren ist und man nicht genug Watts getreten hat. Also was halt mega nice hier an der Runde ist, wir stellen den Link mal in die Videobeschreibung. Das ist halt, würde ich sagen, die berühmteste Route in Hamburg, die Deichrunde. Die kennt jeder in Hamburg. Wenn ihr mal zu Gast seid in Hamburg, dann fahrt diese Route. Die hat quasi keine Ampeln, die geht von in der Innenstadt durch die Oberhafen-Connection, das ist ein neuer Radweg, der vor 10 Jahren gebaut wurde, ohne Verkehr raus. Und das ist quasi die Route in Hamburg, die man so gefahren haben muss. Top flach, 20 Höhenmeter, wenn es hochkommt. Als ich am Anfang nach Hamburg gezogen bin, da bin ich hier ernsthaft mit dem Auto hingefahren. Weil ich nicht genau wusste, wie das geht. Da musste man auch noch durch den Hafen hier hinfahren. Das war so 2010, als ich angefangen habe mit Rennradfahren. Und das, die Route hat so 40 bis 60 Kilometer. Man kann die verlängern, easy, bis zu 100 Kilometer und hast da eigentlich keinen Verkehr. Ist richtig geil und für ein Zeitfahrrad auch mega nice. Also jetzt auch mal was zur Deichrunde gesagt. Ja, vielen Dank. Auch zum Shoppi. Ich bin ja Barista. Ja, mehr als ich auf jeden Fall. Ja, dein Kaffee ist so ehrenlos, Karl. Was soll ich da sagen? Ja, das ist mein Mate. Ja. So lecker. So. Guck mal, wie schön. Also jetzt nicht ich, aber da. Das war früh morgens 4 Uhr aufstehen und zusammen eine Runde Fahrrad fahren. Ich muss ehrlich sagen, ich war gestern skeptisch und hatte nicht so wirklich Bock, mir den Wecker auf 4 Uhr zu stellen. Es hat sich aber volle Kanne gelohnt. Ja. Der frühe Vogel fällt selbst hinein. Hat selber Gold im Mund. Ja, wir essen jetzt hier mal noch so ein paar Franzbrötchen. Hey, jetzt guck doch mal. Das ja, das man, ist ultra Das sieht schön. Man doch auf der GoPro gar nicht. Nee. Da ist die Elfi, da sind so Kräne. Das war das Video von heute. Viel Spaß mit dem nächsten Video. Und hat Spaß gemacht. Mhm. Fand ich auch.